Herzlich willkommen zu Statistik Grundlagen 5.1 Regression. Wir sprechen in diesem Video über die Regressionsgleichung, also die Gleichung für die Regressionsgrade. Die Regressionsgrade haben wir uns im letzten Video schon mal angeschaut, und zwar für das Beispiel Burger gekauft und Anzeigen gesehen. Das heißt, wir wollten vorhersagen, wie viel Burger, und den male ich mal hier wieder rein, das ist zu Burger, wie viel Burger verkaufen wir, wenn die Personen eine gewisse Anzahl an Anzeigen gesehen haben in unserem Social Media Kanal, also ein klassisches Anwendungsbeispiel aus dem Bereich Social Media Marketing. Wir sehen die Regressionsgrade jetzt hier schon eingezeichnet, diese rote Linie, das ist in diesem Fall, hat es ein Statistikprogramm schon gemacht, in dem Fall einfach auch nur Excel. Und diese Regressionsgrade hat eine Gleichung. Und die Gleichung dafür, die kennen Sie ehrlich gesagt schon, denn Sie haben wahrscheinlich in der Schule schon mal eine Gleichung, hoffe ich mal, gehört für eine Gerade im Koordinatensystem, die da lautet y ist gleich m mal x plus b. Und genau das ist auch die Regressionsgleichung, mehr oder weniger. Wir schauen uns gleich an, wie das angepasst wird. Aber im Prinzip ist es genau das, y ist gleich m mal x plus b. Wir nennen das jetzt ein bisschen anders, um Sie vollkommen zu verwirren. Ist es so, das b rutscht hier vor, beziehungsweise eigentlich andersrum, das was bisher bei Ihnen B war, ist jetzt A, und das, was bisher bei Ihnen M war, ist jetzt B. Bezeichnen wir einfach anders, ist aber genau das Gleiche. Und ich glaube, die Buchstaben sind auch gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist eigentlich, was das bedeutet. Ich zeichne es Ihnen mal hier ein. Wir haben einmal blau das eingezeichnet, was die Steigung ausmacht. Steigung im Englischen auch Slope genannt. Und wir haben dann hier hinten grün das, was Sie bisher als Y-Achsenabschnitt kannten. Y-Achsenabschnitt und manchmal, je nachdem, ach, das Y wird nicht schöner, je nachdem, wie Sie, wo Sie das in der Schule mal hatten, vielleicht auch als Konstante bezeichnet. So wird es auch in den meisten Statistikprogrammen bezeichnet, wird das Grüne nur als Konstante bezeichnet und heißt für uns ab sofort A, also hat den Buchstaben A, die Steigung hat ab sofort einfach den Buchstaben B. Genau, wo kann ich das denn jetzt sehen in meiner Grafik, in meiner Geraden im Koordinatensystem? Ich fange mal mit dem Grünen an, den Y-Achsenabschnitt, da sagt es der Name schon. Das ist einfach nur der Schnittpunkt, Sie erinnern sich vielleicht in der Schule, zwischen der Geraden und der Y-Achse. Ganz wichtig, die Y-Achse ist immer die Achse, auf der das Kriterium oder die abhängige Variable ist. Also wir haben hier immer die AV auf der Y-Achse, also das, was wir vorhersagen wollen, nämlich die Anzahl der verkauften Burger ist auf der Y-Achse und im Regressionsmodell immer auf der X-Achse ist der Prädiktor oder die unabhängige Variable. Wir haben dann das Blaue, das ist die Steigung. Und die Steigung kann man auch direkt eigentlich aus der Grafik ablesen. Sie erinnern sich, früher haben Sie das vielleicht auf kariertem Papier bzw. mit diesen Hilfslinien sich angeschaut. Und das kann man auch heute noch genauso machen. Das funktioniert auch im Regressionsmodell noch. Das heißt, wir nehmen einfach mal irgendeinen Bereich hier von dieser roten Linie, zum Beispiel hier. Da gehen wir 1 nach rechts, also eine Anzeige mehr gesehen, bedeutet, und das sieht man dann hier, ungefähr 0,5 Burger mehr. Das heißt, 1 nach rechts, 0,5 nach oben, das ist die Steigung. Oder für die Regressionsgrade als Steigung ausgedrückt, ist die Steigung 0,5. Eine Anzeige mehr bedeutet 0,5 Burger mehr. Genau. Und das ist auch schon die Steigung und viel mehr ist es nicht. Was wir aber jetzt machen, ist, wir formen das ein bisschen um. Hier unten sehen Sie schon, wie dann die Regressionsgleichung final aussieht. Was wir üblicherweise machen, ist, wir drehen das Ganze nochmal. Also üblicherweise fangen wir mit der Konstanten an in der Statistik und haben dann erst die Steigung. Das ist aber an sich Geschmackssache, mathematisch macht es keinen Unterschied für die Vorhersage. Was Sie aber auch sehen, und das ist nochmal wichtig, ist hier vorne bekommt das Y ein Dach. Ich markiere es hier mal kurz, mache es aber gleich weg, sonst wird es unübersichtlich. Dieses Dach bedeutet, dass wir eine Vorhersage haben. Und Vorhersagen, und das ist das Wichtige im Regressionsmodell, sind fehlerbehaftet. Das heißt, wir haben immer einen Vorhersagefehler. Nicht immer, aber in den allermeisten Fällen. Außer wir haben eine perfekte Vorhersage. Eine perfekte Vorhersage haben wir nur dann, wenn wir eine Korrelation zwischen diesen beiden Variablen haben von 1. Also alle Punkte auf der Linie liegen. Hier sehen Sie, die Punkte liegen nicht auf der Linie und ich mache das hier mal weg.
Das heißt, der Vorhersagewert für den Wert 6 Anzeigen gesehen, kann man hier auch ablesen, wenn man hier hochgeht, wäre ungefähr 5,5 dieser Punkt. Der wahre Wert ist aber hier oben 7 von dieser Person. Das heißt, es schwankt von Person zu Person. Ich mache eine Vorhersage und die ist immer mit einer gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit verbunden. Deswegen dieses Dach, es ist eine Schätzung. Also die Schätzung für y und i ist gleich a plus b mal xi. Der Index i drückt eben aus, dass wir ein korrespondierendes Paar haben von Werten. Zum Beispiel eben der Index i drückt hier in dem Fall aus, ich habe den Wert 6 auf der Anzeigen gesehen, also auf der Prädiktorskala, und der korrespondiert mit dem entsprechenden Wert hier, nämlich dem Wert 5,5, wäre mein Vorhersagewert yi zum Wert xi von 6. So, wie kann ich das jetzt mathematisch berechnen? Das schauen wir uns dann im nächsten Video an, wo es um die Vorhersage geht.